Guten Abend. Seltenes Arrangement hier am Tisch. Mit seinen Rollen hat er es weitergebracht, als in seinen Rollen. Ich war nie prädestiniert, Leute der oberen Gesellschaftsschicht zu spielen, zu der ich auch nicht gehöre, sagt er, und damit irrt er. Er wurde Professor, erhielt Orden und Ehrungen en masse. Er gehört zu der alten Garde der Unverwechselbaren, mit einem Charakterkopf, den er für weit mehr hingehalten hat im Laufe seines Lebens als nur für eine seiner Ideal- und Paraderollen, den braven Soldaten Schweig. Er hatte etwas gegen die Ewiggestrigen, ebenso wie gegen die Ewigmorgigen. Er ist ganz offensichtlich ein Ewigheutiger. Herzlich willkommen, Professor Fritz Mulja. So, ich habe gerade gesagt, Sören, hast du Schwierigkeiten, Fritz? Weiß nicht. Noch nicht. Werden schon werden. Darf ich die Brille auflassen? Du darfst alles. Du darfst alles auflassen, alles ausziehen, alles sagen. Alles, das möchte den Damen so passen. Was immer du willst. Werde ich nicht machen. Das verehrter Herr Professor, nehmen Sie Zucker, nehmen Sie Milch, nehmen Sie... Ich nehme Saccharin. Au weh. Und frage, wieso ist denn... Und wenn keins da ist, was nimmst du dann? Gar Zucker. Nix. Zucker. Ja. Und das ist Kaffee? Oder ist es Kaffee? Man behauptet es. Ja. Sollen wir es prüfen erst vorher? Ja. Hier ist das warm. Ich wollte ja, dass er nicht die Batschen verbrennt. Deswegen nicht. Wunderbar. Der zittert auch nicht. Aber er rinnt wenigstens heraus. Es gibt Kaffee, so. Der ist so schwach, dass er nicht einmal aus der Kanne erinnern kann. Das gibt's auch. Etwas Sahne dazu? Viel oder wenig? Ich meine, mit unseren Tonetstühlen und so, das sieht doch schon ein bisschen aus wie ein Wiener Kaffee. Ja, ich finde es großartig, ja. Fühlst dich wohl? Unerhört. Das wird sich schlagartig ändern jetzt gleich. Dankeschön, hier ist Saccharin. Jetzt hat er einen Zucker schon drin, jetzt kriegt er Saccharin da oben drauf. So. Jetzt wird er gleich spitzen. Schmeckt oder schiebt man weg? Der ist ja gar nicht schwach, der Kaffee. Der ist mehr hilflos. Das ist ja gut. Ich habe heute ehrlich Schwierigkeiten anzufangen mit dem Fritz Mulja. Hör auf. Es ist immer schwierig, sich mit ihm einzulassen. Also es sei mal wieder bemerkt, ich kann es halt nicht ändern. Er gehört zu meinen Freunden, zu meinen langjährigen Freunden. Wir sind auch Brüder. Ja. Brüder im lieben Augustin. Das erklärst, was ist der liebe Augustin? Wir haben in Österreich keine Faschingstradition, keine Karnevalstradition. Aber nachdem wir ja geneigt sind und immer veranlasst sind, alles nachzumachen, was andere machen, so haben wir auch die Faschingsnarren, also die Karnevalsnarren in Österreich etabliert. Und da gibt es ein paar so Vereine, so mehr müde Vereine, die das halt machen. Die nehmen es zwar nicht tot ernst, aber sie machen es. Und einen von diesen Vereinen mag ich persönlich, das ist die Wiener Faschingsgesellschaft. Die ist ganz nett, da sind ein paar nette Leute dabei. Und wir haben die Freude, jedes Jahr 3 Menschen, die wir auswählen in einer Jury, zu lieben Augustinen. Also der liebe Augustin, das ist eine wienerische Figur, der mal in der Pestgruppe drinnen gelegen ist und so viel gesoffen hat, dass er das auch überlebt hat. Und dieser Augustin ist eine Symbolfigur und den Titel eines lieben Augustin, den verleihen wir. Und da machen wir die Bruderschaft vom lieben Augustin. Da sind alle Leute drinnen, die so halbwegs zu uns passen. Also der Ministerpräsident Strauß ist ein Mitglied gewesen und der Dr. Kreisky ist ein Mitglied gewesen, der Johannes Hesters ist ein Mitglied. Und ich hatte die Freude, die Laudatio für meinen Freund Fuchsberger zu halten. Er ist ein echter lieber Augustin, denn er nimmt die Sache auch nicht allzu ernst, ist aber einer, der fröhlich sein kann, aber nicht, wenn man es von ihm verlangt,
nur wenn er das Bedürfnis hat. Und das ist der Unterschied zwischen dem rheinischen Karneval und unserem Karneval. Die müssen lustig sein, vom 11.11. 11.11 11 bis etwa, und bei uns für einen Abend reicht es gerade. Also unsere Lustigkeit. So. Also damit das Verhältnis zwischen uns beiden klar ist, ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, das Gespräch mit einer Laudatio zu beginnen und zu sagen, was er alles schon hat und was er alles schon gemacht hat und so. Dann wollte ich eigentlich im Moment verharren an diesem Schild dort hinten, wo also immer die Unterschrift unserer Gäste da ist. Und als ich da vorbeiging und festgestellt hat, dass das kein Schwein lesen kann. Außer mir. Fiel mir ein Satz ein, den ich eigentlich, um ihn noch ein bisschen zu schonen, erst viel später bringen wollte. Jetzt fange ich halt damit an. Das ist Originalton der Mutter von Fritz Mulia. Also Anführung auf. Der schönste Tag in meinem Leben war, als mein Sohn Professor wurde. Er war in der Schule so schlecht. Ein Vollidiot, der es nie zum Doktor bringen wird. Und jetzt ist er Professor. Du musst ein ganz schöner Ausbund gewesen. Ja, also ich hab den Doktorgrad übersprungen und bin gleich Professor geworden. Jetzt stell dich vor, ein Arzt zum Beispiel, der muss so lang Doktor sein, dann wird er Dozent und dann erst wird er Professor. Bei uns geht das ganz schnell. Man kommt in ein gewisses Alter, husch, ist man schon Professor. Und jetzt gibt es aber welche. Jetzt gibt es aber welche, die sagen, na ja, ich nehme das halt und machen so, wie wenn sie keine Freude hätten. Das stimmt natürlich nicht. Jeder freut sich über jeden Orden, über jeden Titel, den man hat. Und wenn man dann Professor ist, dann trägt man diese Bürde sehr leicht. Und wir sind das ganz gern. Wir sind ein kleines Volk von Professoren. Und ich habe mal gefragt, warum machen die österreichischen Behörden, warum machen die so die Leute zum Professor? Und ich bin draufgekommen, es ist Folgendes. Wir waren einmal ein großes Reich, die Monarchie Österreich-Ungarn war ein großes Reich. Und da hatte der Kaiser die Möglichkeit, die Menschen, die im Volk angesehen waren oder bei ihm angesehen waren, zu adeln. Man wurde Herr von sowieso, Baron sowieso, Graf sowieso, nicht wahr? Nun, bei uns geht das nicht. Wir sind eine bürgerliche Republik, also da gibt es keinen Adel, wir haben keinen Kaiser, aber wir haben einen Bundespräsidenten und der macht gnadenhalber, dann macht er die Professoren einen nach dem anderen. Und da gibt es so eine Clique von Professoren und die sind alle ganz stolz drauf. Also ich habe aber noch einen Titel, auf den bin ich wirklich stolz. Ich wurde vor einigen Jahren Kammerschauspieler. Und das ist eine Sache, die man nicht ersitzen kann. Das ist eine Sache, die man sich eigentlich erarbeiten muss. Und da muss man ein paar Jahre Theater gespielt haben, um das zu werden. Ich glaube, der jüngste Kammerschauspieler ist ungefähr 50. Bei Damen natürlich liegt das weitaus tiefer, das Alter. Sie sind auch 50, aber sie geben es nicht zu. Nun, was man in Österreich unter Titel sucht, versteht? Was man uns in der Bundesrepublik und überall sagt, man, ja, die Österreicher sagen, der Herr, titelsüchtiges Volk, das stimmt ja gar nicht. Das heißt, das stimmt schon, aber die anderen sind es auch. Ich hatte einen leider zu früh von uns gegangenen Freund in Hamburg und der hat sehr viel getan für die österreichische Kultur und da hat man gesagt, also den machen wir jetzt zum Professor. Und da hat er gesagt, als Hanseate kann er keinen Orden und keinen Titel annehmen. Das tut er nicht und das wäre gegen die hanseatischen Vorschriften, auch gegen die Lebenseinstellung und ich habe das verstanden. Und als ich das begriffen habe und verstanden habe, hat er sich so zu mir gewandt und sagt, du, aber nächste Woche bin ich in Berlin. Und in Berlin habt ihr doch ein Generalkonsulat. Kann ich mir das nicht dort abholen? Also, er hat sich's abgeholt und er ist ein Ordensträger der Republik geworden. Fertig? Fertig. Schon. Na, ein bisschen muss man schon arbeiten, mein Lieber. Das geht nicht. Alles mir überlassen. Ich habe schon gehofft, er macht einen Alleingang heute Abend. Über dich hat man bestimmte Vorstellungen, lieber Fritz, und die schwanken zwischen zum Beispiel dick Häuter oder Dünnhäuter, empfindlicher oder empfindsamer? Also ich kenne dich ja ein bisschen besser, ich könnte das ja jetzt auch beantworten, aber ich möchte es von dir beantwortet haben. In welcher Kategorie fühlst du dich am wohlsten? Ich glaube, ich bin ein empfindsamer Mensch. Ich bin sehr leicht angerührt, ich bin sehr verletzlich und
Ich schlage auch zurück, ich gebe das zu. Und vielleicht ist das gar kein so edler Charakterzug, den ich da habe. Ich habe ein unendlich gutes Gedächtnis. Und wenn mir jemand etwas Gutes getan hat, dann vergesse ich das nicht. Und ich gestatte mir auch etwas nicht zu vergessen, was mir nicht angenehm war. Also wenn mir jemand etwas Böses getan hat, dann vergesse ich es auch nicht. Das hebt sich nicht auf, aber das ist eine Charaktereigenschaft, unter der ich manchmal leide, denn ich bin manchmal auch ungerecht. Da hat mir jemand vor 20 Jahren etwas angetan und ich habe das nicht vergessen. Inzwischen hat sich der Mensch gewandelt, habe ich mich gewandelt, die Situation ist eine andere und trotzdem, ich kann das nicht vergessen. Ich versuche mich zu revanchieren, das ist sehr hässlich. Ich weiß das. Wer war das? Ich habe die Liste nicht bei mir. Es ist eine große Liste. Aber es gibt auch eine Liste von Leuten, die mir Gutes getan haben. Und auch die kann ich nicht vergessen und ich versuche mich auch da zu revanchieren und zu helfen, wo es notwendig ist oder mich zu bedanken. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Gelegenheit gehabt, mich bei einem Herrn zu bedanken, der in einer mir grässlichen Zeit sehr anständig zu mir war. Und dieser Herr lebt nicht mehr, aber er hat einen Sohn. Und diesem Sohn konnte ich berichten, wie sehr ich seinem Vater dankbar war. Und ich habe mich beim Sohn bedankt, weil ich den Vater nach dem Krieg nicht mehr erreichen konnte. Und ich glaube, ich habe damit eine Schuld abgestattet. Und jemand, diesem Sohn des Hauptmann Drobeck, so hat der Mann geheißen, habe ich eine Freude gemacht, indem ich ihm versichern konnte, wie sehr ich seinen Vater geschätzt habe. Also ich vergesse das nicht und weder das eine noch das andere. Ich bin allerdings, wie gesagt, dünnhäutig. Nur am Theater bin ich schon ein bisschen dickhäutig, wissen Sie. Wenn man 50 Jahre oder noch länger Theater spielt, da kann man sich über manche Dinge schon ein bisschen hinwegsetzen. Dann kann man manches, was die anderen als neuen Weg anpreisen, hochmütig als alles schon einmal da gewesen, Effekthascherei und so weiter abtun. Aber ohne Theater bin ich schon ein sehr angerührter Mensch. Ich bin ein typischer Österreicher. Ich bin leicht verletzlich und verletze auch sehr leicht. Sind wir jetzt schon in der Kategorie, die aus einem der vielen schönen Sätze stammt, die man von dir gewohnt ist. Manchmal bleiben so Sätze im Raum stehen und da sagt man, da würde ich gerne ein bisschen nachhaken. Wie zum Beispiel bei dem, ich kann die ewig Gestrigen ebenso wenig leiden wie die ewig Morgigen. Gehören die in diese Kategorie hinein? Ja. Wer, was für Menschen die ewig Gestrigen sind? Die ewig Gestrigen sind, das ist ganz leicht. Die ewig Gestrigen sind die, die immer sagen, also die das halt nicht vergessen können, diese ganze Zeit des Grauens und diese ganze Dummheit. Die ehemaligen Kommunisten, die auf einmal keine mehr sein wollen und die ehemaligen Nazis, die auf einmal keine sein wollen, die haben alle nichts gewusst und trotzdem hängen sie immer mit ihren Gedanken noch in der Vergangenheit. Und es gibt ja Leute, die sagen, es war eine so schöne Zeit. Der Krieg war ja eine wunderbare Zeit eigentlich. Für manche war er vielleicht wirklich schön, für mich nicht. Und das sind die, die also einer Vergangenheit nachtrauern, die eigentlich nicht verdient, dass man ihr nachtrauert. Und auf der anderen Seite gibt es wieder welche, die unendlich gerne immer voraus sein wollen. Sie wollen immer modern sein. Sie wollen immer fortschrittlich sein. Dabei ist das Wort konservativ ist ja nichts Böses. Was will denn ein konservativer Mensch? Es kann auch ein linker konservativ sein. Er will ja nur etwas bewahren, was ihm wert ist, wert scheint, bewahrt zu werden. Wenn man eine Kirche renoviert, ist man ja auch ein konservativer Mensch. Man konserviert eine Kirche. Und ich bin so etwas Gemischtes. Ich möchte gerne fortschrittlich sein und trotzdem möchte ich mir das Alte bewahren. Und mir gehen die so schrecklich auf die Nerven, die partout immer jung, immer spritzig, immer voraus sein werden. Das sind die, die einmal gesagt haben, traue keinem, der über 30 ist. Dabei sind sie jetzt schon alle weit über 50. Und haben das aber noch nicht vergessen, das sind für mich die Berufsjugendlichen. Und die Berufsjugendlichen, die finden wir überall, die sind schon manchmal 75 Jahre alt. Und besonders am Theater, da kommen sie dann daher und sagen, also wir haben eine tolle Idee, ganz groß, dann machen wir was ganz Neues. Und da wird etwas aufgeführt und wird etwas gezeigt. Und wenn Sie es genau anschauen,
hat es da schon 1922 gegeben. Es ist gar nicht neu. Und wenn heute irgendjemand ein modernes Stück spielt in einem modernen Kleid, ist das in Ordnung. Aber warum man Stücke aus der klassischen Literatur unbedingt im Straßenanzug spielen muss, weiß ich nicht. Das hat es auch schon gegeben. Es hat schon mal gegeben Hamlet im Frack, wenn Sie sich erinnern. Das war 1922. Das Wiener Volkstheater ist in die Sowjetunion gefahren, in die gerade gegründete Sowjetunion und hat dort gastiert. Und es war noch vieles nicht in Ordnung. Komischerweise hat sich das nicht geändert. Das ist bis heute noch nicht alles in Ordnung. Und die Dekorationen aus Wien sind mit dem Zug gekommen. Die Kostüme nicht. Was haben die gesagt? Na, dann spielen wir den Hamlet halt so, wie wir da sind. Und so entstand der Hamlet im Frack. Und das war ganz was Neues. Auf einmal haben gesagt, alle müssen wir jetzt mit dem modernen Gwandl spielen. Studententheater haben das nachher übernommen und haben sich, wenn sie einen Österreicher gespielt haben, einen Hut aufgesetzt mit einem Gamsbord. Und wenn sie einen Bayern gespielt haben, einen Lederhosen angezogen und da ist aufgestanden, grüß Gott. Und wenn sie einen Hamburger gespielt haben, das ist ja Kappel und der Franzos, musste unbedingt spielen mit einem Beret Basque. Und so spielen heute auch manche Theaterleiter und Theaterregisseure moderne Stücke in angedeuteten Kostümen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, mir gefällt es nicht sehr. Mir gefällt es nicht sehr. Es ist nämlich nicht einmal modern. Es ist auch nicht fortschrittlich. Es ist, ich darf es nicht laut sagen, es gibt sehr viele, die ich sehr schätze. Aber es ist ein bisschen kindisch. Konservativismus, Linke können auch Konservative sein. Das sind nicht nur politische Orientierungshilfen bei dir, sondern das ist auch Ausdruck eines politischen Engagements und vor allen Dingen eines sozialen Engagements. Wie weit geht das bei dir, dem Schauspieler? Es ist schön, dass du das Thema Politik zu umschiffen versuchst. Und da bin ich dir dankbar, weil ich besonders nicht im Ausland über Innenpolitik in Österreich sprechen möchte und von Außenpolitik verstehe ich zu wenig. Ich habe ein ganzes Leben nicht versucht, sondern das Schicksal hat so mitgespielt und die Regisseure haben so mitgespielt und die Filmproduzenten und die Theaterdirektoren, die haben mich angeschaut und gesagt, das ist eigentlich ein Mann, dem man nicht zumuten würde, dass er ein Königssohn ist. Ich schaue nicht so aus. Und ich musste immer die kleinen Leute spielen und ich habe sie gerne gespielt, weil gerade die kleinen Leute, ich komme aus dieser Schicht der Kleinbürger, die verstehe ich, das habe ich im Blut und die Arbeiter habe ich im Blut und die weiter wie bis zum Baron habe ich es nie gebraucht auf der Bühne. Barone gehen gerade noch, aber dann ist es vorbei. Und ich habe mich immer bei denen wohlgefühlt und ich habe sowohl den Pitschem in der Drei-Groschen-Oper gespielt wie den Wissenschaftler Rabi im Fall Oppenheimer und ich habe den Aztag im Kreidekreis gespielt und ich spiele meine Nestroy-Figuren auch. Das sind alles Leute aus dem Volk. Und ich bin sehr stolz, ein Schauspieler zu sein, der das Volk darstellt. Und da kriegt man dann den Titel eines Volksschauspielers. Ob man ihn verdient oder nicht, weiß ich nicht. Einige werden sagen, das stimmt nicht, aber es ist so. Denn mit den höheren Ständen habe ich Schwierigkeiten. Nicht Schwierigkeiten, sie zu verstehen, sondern Schwierigkeiten, sie darzustellen. Ich könnte eventuell einen Bankier darstellen, wie er in der Zeit des Kaiser Franz Josef gewesen ist. Da hat es einen kleinen jüdischen Bankier gegeben, der war nur so groß. Und der wurde geadelt und wurde Baron, Baron Oppenheimer. Und dieser Baron Oppenheimer kam dann zum Kaiser, sich für den Titel bedanken. Da ist er dahin marschiert. Und der Kaiser, Franz Josef, selber nicht sehr groß, stand an seinem Stehpult und der kleine Oppenheimer ist hinter ihm gestanden und der hat sich umgedreht. Der Kaiser sagt, stehen Sie auf, Baron, man kniet nur vor Gott. Also den könnte ich eventuell noch darstellen, aber höher hinauf geht's nicht. Bis zum Erzherzog habe ich es nicht gebracht und werde ich es auch nicht bringen. Tut mir auch nicht leid. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Dieses soziale Engagement hat unter anderem seinen Niederschlag darin gefunden, dass du Vizepräsident der österreichischen Bühnengewerkschaft bist. Nun muss ich ehrlich sagen, ich kann mich
schwer in den Gedanken hineinversetzen, dich zu sehen als Gewerkschaftsfunktionär. Ich mich auch. Ich sehe mich da auch ganz... man muss unterscheiden zwischen einem Funktionär, der von seinen Kollegen gewählt wird und dann in ein Gremium geschickt wird, oder einem Berufsfunktionär. Das sind meistens so ein bisschen Apparatschicks. In allen Parteien sind das diese Apparatschicks, die da herumkriechen und davon leben, dass sie Gewerkschaftsfunktionäre, Kammerfunktionäre oder Politiker sind. Ich bin neben meinem Beruf ein politischer Mensch, ich bin neben meinem Beruf ein sozialer Mensch, ich bin neben meinem Beruf ein Mensch, der sich für seine Kollegen einsetzt. Und das, finde ich, ist am besten in der Gewerkschaft zu machen, denn einer allein kann nichts bewirken. Es bewirken schon die Gewerkschaften nicht genug, aber einer allein kann überhaupt nichts machen. Und so muss man halt einige Leute um sich sammeln, deren Interessen man vertritt. Und nachdem man mir nachsagt, dass ich mich von Zeit zu Zeit nicht allzu holpernd ausdrücke und also ein bisschen reden kann, hat gesagt, red du. Du redst dich vielleicht leichter mit dem Minister. Und wenn Sie die österreichischen Minister fragen, werden Sie Ihnen das bestätigen. Ich rede mich leichter mit Ihnen, denn ich bin ein unabhängiger Mensch und ich vertrete unabhängige, freischaffende Schauspieler und Künstler. Und ich bin sehr froh, dass ich das tun kann, besonders jetzt. Ich mache es noch 2 Jahre, dann ist genug. Jetzt, wo ich Pensionist bin und mehr zu tun habe als sonst. Aber jetzt, Sie kennen ja den österreichischen Pensionistengruß, ne? Der sagt, keine Zeit, keine Zeit. So bin ich in die Gewerkschaft gewählt worden und bin dort, so wie der Eberhard Wächter, der jetzt der neue Operndirektor in Wien wird, der ist auch ein Gewerkschaftsfunktionär gewesen, nur hat es der dann bis zum Operndirektor gebracht und ich habe es nur bis zum Pensionisten gebracht. Aber er hat es ja nicht durch die Gewerkschaft erreicht und ich will auch durch die Gewerkschaft nichts erreichen, sondern ich will durch die Gewerkschaft für meine Kollegen etwas erreichen und das ist wichtig. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt unseres sozialen Zusammenlebens und wenn man es nicht als Hauptberuf auffasst und als Hauptberuf betreibt, glaube ich, ist es eine nicht ganz unehrenhafte Sache. Man könnte es ihm fast glauben. Hast du was gegen die Gewerkschaft? Vertrete ich dich nicht? Sie haben ihn genau beobachtet bei dem, was er jetzt gerade erzählt hat, über sein soziales Engagement, über seine Aufgabe, wie er sie in der Gewerkschaft als Vizepräsident sieht. Dabei haben sich seine Äuglein mehrere Male listig verändert. Er hat gesagt, man sagt ihm nach, er könne gut reden. Stellst du dich mit Intelligenz dumm wie Schwäg? Dass der Schwäg aufs Tapet kommen wird, das habe ich mir gedacht. Das ist nichts Böses. Im Gegenteil, ich bin dem Schwäg sehr dankbar. Und ich stelle mich mit dem Schwäg nicht gleich, denn der Schwäg ist kein Österreicher, der Schwäg ist ein Tscheche. Und die Tschechen haben eine etwas andere Mentalität wie wir doch auch alle ein bisschen mit slawischem Blut vermischt sind, aber die haben ein bisschen eine andere Mentalität. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass ich versuche, schwägisch zu denken, denn ich habe die ganze Zeit versucht, beim Schwäg, wie ich den Schwäg, und ich habe viele Jahre an dem Schwäg gearbeitet, habe ich mir gedacht, ich möchte doch so gerne mal wissen, war der blöd, war der raffiniert, ist der hinterfotzig? Bis heute weiß das niemand. Ich glaube nicht einmal, der Jaroslav Hašek hat es gewusst, als er diesen Schwäg geschrieben hat. Er hat nichts anderes getan, als die Mentalität seines Volkes zu Papier gebracht. Aber vielleicht interessiert Sie das und ich das, wenn ich kurz erzähle, wie es zu dem Schwäg gekommen ist. Ich habe eine lange Serie am Theater in der Josefstadt, wo ich viele Jahre sehr glücklich war, mit dem Ernstl Waldbrunn gespielt. Und der Ernstl Waldbrunn ist alle 14 Tage ist der nach Hamburg gefahren und hat dort im Theater am Besenbinderhof Vormittag am Sonntag eine Sendung gemacht. Und eines Tages konnte er nicht. Und da hat er gesagt, bitte flieg du für mich dorthin, sonst verliere ich diesen Job. Und ich bin als Vertretung dorthin gegangen, den Leuten hat das gefallen und dann war der Ernstl Waldbrunn und ich gemeinsam in Hamburg. Und dann hat man gesagt, man möchte von mir etwas haben, dass ich etwas erzähle. So, ich habe so eine Sammlung von jüdischen Witzen gehabt und da habe ich eine Serie gemacht, das war nicht viel, ich glaube 75 Sendungen oder irgendetwas. Und dann war es aus, alles erschöpft sich einmal und dann haben wir gesagt, was können wir jetzt machen?
Und es ist uns gar nichts eingefallen. Und der Herr Martens ist eines Tages über den Jungfernstieg gegangen und hat in einer Auslage eine Schallplatte von mir gesehen. Und da stand drauf, Fritz Mulja liest die Abenteuer des braven Soldaten Schweg von Jaroslav Haschek. Er hat sich das angehört und gesagt, das ist eine hübsche Platte. Die Platte möchte ich gerne verfilmen. Und wir haben 30 Sendungen zu einer halben Stunde gemacht, wo ich diese Schweg-Geschichte vorlese, an einem Pult stehend, mich dann immer wieder umziehe und die einzelnen Figuren gespielt habe. Zum Beispiel, ich habe den Schweg gespielt, da war so die Kamera, so, und da war die rückwärtige Seite, die hintere Seite von einem Lehnstuhl. In dem Lehnstuhl ist ein Requisiteur gesessen und hat geraucht. Hat man gesehen, wie der Rauch rauskommt? Das war der Oberleutnant Lukas. Und nun habe ich einen Monolog zu dem Oberleutnant Lukas gesprochen, dann habe ich mich umgezogen, die Kamera hat gewartet, dann war ich der Oberleutnant Lukas und bin dort gesessen und habe mit dem Schweg gesprochen. Und dann habe ich wieder weitergelesen. Und das hat einigen vernünftigen Menschen sehr gut gefallen. Es gibt ja komischerweise auch beim Fernsehen von Zeit zu Zeit Leute, die mit Vernunft geschlagen sind. Und die haben gesagt, mit dem Mulja müssen wir einen Schweg drehen, einen wirklichen, einen Filmschweg. Und ich hatte das Glück, einen Regisseur zu bekommen, der eine Sonne war, Wolfgang Liebmeiner. Und der Wolfi Liebmeiner, die haben uns angefreundet und wir haben das Beste aus dem Schweg herausgenommen und haben 6 Filme zu einer Stunde gedreht und es war ein großer Erfolg. Es war, wie man in Berlin gesagt, ein Straßenfeger. Also alle Leute waren von der Straße weg. Es ist schon lange her, ich kann schon drüber reden, so über 20 Jahre her. Es war wunderbar. Und dann kamen wieder irgendwelche geldgierige Fernsehmenschen und haben gesagt, jetzt machen wir noch ein paar Sendungen. Die waren dann weitaus weniger gut, weil das Beste haben wir ja schon verdreht gehabt. Ne? Da haben wir halt dann herumgesucht und zusammengebastelt. Also alles in allem waren es dann 13 Folgen Schweg. Und wenn ich die Platte und die Sachen im NDR, diese Einzelsendungen und den Schweg-Film zusammenrechne, so ist das eine Arbeit mit dem Thema Schweg, die über 10 Jahre gegangen ist. Und wenn mich der Herr Fuchsberger, mein Freund Blecki, wenn er mich fragt, ist der hinterfotzig, ist der raffiniert, ist der blöd, ist er revolutionär, oder nur schlau oder dumm schlau. Nach diesen 10 Jahren habe ich es immer noch nicht gewusst. Und ich weiß es bis heute nicht. Und wie gesagt, Haschek weiß es vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist die große Sensation eines wirklich interessanten Figur der Weltgeschichte, dass man sie so und so deuten kann. Und ich habe dann das Glück gehabt, eine Figur zu spielen, mit Josef Meinrad und mit der wunderbaren Blanche Aubry, den Sancho Panza im Man of La Mancha. Der Mann von La Mancha, der Diener des Don Quixote, der heißt Sancho Panza und der ist ein Spanier. Er kommt aus der Mancha, er ist ein Spanier. Und lustigerweise, dieser Spanier ist wieder ein Schweg. Er ist auch ein Schweg. Und wenn Sie genau schauen, dann werden Sie sehen, dass der Aztag im kaukasischen Kreidekreis von Bert Brecht wieder ein Schweg ist. Und dass es viele Rollen gibt bei Johann Nestroy, bei unserem österreichischen Aristophanes, bei unserem Nationaldichter, die auch solche Schwegs sind, die ein bisschen verquer denken und man eigentlich nicht weiß, wie sie sind. Sind sie schlau? Sind sie dumm? Sie sind sie selbst. Und dass mir in all den Jahren die Aufgabe zugefallen ist, diese Figuren spielen zu dürfen, von Schweg über Sancho Panza bis zum Aztag, das empfinde ich als die große Befriedigung meines Berufes, den ich immerhin seit dem Jahr 1937 ausübe. Schluss. Ich habe es fast befürchtet, dass er zu dem Thema Schweg kaum was zu sagen hat. Woher kommt denn der Fritz Mulja? Das ist auch schwer. Er kommt aus Wien. Ich bin in Wien geboren am 12. Dezember
1919. Das ist jetzt 70 Jahre. Sie sind auch am 12. Dezember geboren, Herr Pfarrer? Was? Nein. Was? 1900? Sie sind 1900 geboren. Schaut's aber gut aus für Ihr Alter. Oh ja. Für 89 prima. Also 1919 am 12. Dezember geboren in Wien, im 7. Wiener Gemeindebezirk. In Österreich, also in Wien, sagt man im Hieb, im 7. Hieb. Und ich bin ein Kind der Liebe. Das konnte man vor einigen Jahren ja noch gar nicht so laut sagen, aber heute hat sich das ja alles ein bisschen beruhigt. Meine Mutter hat mich auf die Welt gebracht, wie mein Vater in Russland war, im Ersten Weltkrieg. Mein Vater war aktiver österreichischer Offizier und der hatte anderes zu tun, als meine Mutter zu heiraten. Er hatte zwar nichts anderes zu tun gehabt, als ihr ein Kind anzuhängen, aber dann hat er was anderes zu tun gehabt, als meine Mutter zu heiraten. Er war ein Soldat, der ist herumgezogen von einem Krieg in den anderen. Und wie der Erste Weltkrieg vorbei war, hat er sich bei den Russen anwerben lassen, hat dann bei der Wrangel-Armee gedient und dann ist er zu den Kärntner Freiheitskämpfen gegangen. Also er war ein Landsknecht, besser gesagt. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter war Beamtin der Kontrollbank. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, mit meiner Mutter in einem Haushalt. Meine Mutter hat dann, als ich 4 Jahre alt war, einen Russen, daher der etwas eigenartige Name Mulja, einen Russen kennengelernt und den hat sie geheiratet und der hat mich in die Ehe schreiben lassen und ich habe diesen Namen bekommen. Abstammungsmäßig bin ich ein bisschen ein Tschech, ein Italiener, ich bin ein Südtiroler und ein Nordtiroler und das alles zusammen hat sich in Wien getroffen. Das ist so zusammengeschmolzen. Das hat sich in Wien getroffen und ich, wenn man mich fragt, welchem Volk gehören Sie an, dann glaube ich, ist die einzig korrekte Auskunft, ich bin ein Österreicher. Die Sendung heute Abend entwickelt sich im Laufe der Jahre immer weiter zu so einer Art von Bekenntnisinstitution für, wie hast du gesagt, für Kinder der Liebe. Da war vor einiger Zeit Wolf von Amerongen hier. Auf die Frage nach seiner Adoption hat er es rheinisch umschrieben. Da war das Kind der Liebe ein Malöhrchen. Malöhrchen. Er bezeichnete sich als Malöhrchen, das kann man ja also bei dir nun wirklich nicht sagen. Ja, für meine Mutter war schon ein Malöhrchen, oh ja. Nur hätte ja die Adoption des Herrn Mulja, dieses kleinen Fritz, beinahe verhindert, dass aus diesem kleinen Fritz der große Fritz Mulja geworden wäre. Ja, das ist auch eine Geschichte, die ganz interessant ist. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit an einem Roundtable-Gespräch im österreichischen Fernsehen teilgenommen. Und da war ein Politiker der ziemlich rechten, rechtsrechten Seite. Und als ich von meinen Kriegserlebnissen erzählt habe, hat er mir angeschaut und gesagt, was, Sie sind gar kein... Aber ich habe gesagt, sprechen Sie es aus, Sie haben geglaubt, ich bin Jude. Nein, ich bin's nicht, aber ich hatte einen jüdischen Stiefvater, denn dieser Mann aus Russland, der war aus Russland gekommen 1912 und der war aus einem jüdischen Haus. Es war dort ein Pogrom in der Stadt Schitomir und der ist nach Österreich gekommen, wurde ein guter Österreicher und dann zum Glück ist er noch weggekommen und war dann ein guter Amerikaner. Als solcher ist er gestorben. Und daher meine starken Beziehungen zum jüdischen Witz und zu diesen Dingen und vielleicht um das große Wissen, um einen Teil dieses sehr vielschichtigen Volkes. Aber interessant ist etwas. Ich habe dann Schwierigkeiten gehabt bei der deutschen Wehrmacht mit der obersten Kriegsführung. Ja, also, sie haben mir nicht so gefallen. Und in Österreich sagt man, sie haben mich eintrat. Das ist ja mit dann eingesperrt. Und ich kam nach einer sehr unangenehmen Zeit, nach längerer Zeit, der Blecki weiß, das habe ich mal schon erzählt, Ihnen muss ich es ja nicht im Einzelnen erzählen, kam ich nach Russland zu einer Feldstrafgefangenenabteilung. Und als ich in einem Bahnhof ausgeladen wurde,
Und ich kann nicht Kyrillisch kann ich bis zum heutigen Tag nicht lesen. Habe ich gesagt, was heißt das? Und da hat mir jemand gesagt, das heißt Schitomir. Und aus dieser Stadt war mein Stiefvater. Er hat es nicht geschafft, noch einmal zurückzukommen. Ich bin dorthin gekommen und habe diese Stadt betreten und hatte ein komisches Gefühl. Ich hatte das Gefühl, da spielt das Schicksal mit. Ich werde diesen Krieg überleben. Und dass ich gar nicht mehr konnte und dass ich gar nicht mehr wollte und dass es mir zu viel war, wir lagen am Donetzbogen, bin ich in ein Minenfeld hineingelaufen. Ich wollte sterben. Und bin dort herumgesprungen wie ein Depperter. Und das hat nicht geklappt. Ich bin nicht gestorben, bin nicht einmal verwundet worden. Und in dieser Nacht wurden wir herausgezogen und wurden verladen und landeten wieder in Schitomir. Und ich habe das als Zeichen des Schicksals betrachtet, bin dann nach einigen Abwehrkämpfen bis nach Italien gekommen, war dann beim Sturmregiment Kairis der 4. Fallschirmdivision und bin in Italien verwundet worden. Und habe immer gedacht, nee, in Italien kannst leicht verwundet werden. Da passt niemand auf dich auf. Und so war es auch. Schitomir, da hat einer die Hand über mich gehalten. Einer, der zu mir sehr gut war und sehr anständig war. Und meine Verbindung und mein Wissen zu diesem Mann hätte vielleicht, wie der Blecki richtig sagt, verhindert, dass ich nach dem Krieg wieder anfange, Theater zu spielen. Aber ich glaube sehr an den da oben. Der hat schon gewusst, was er macht. Ihnen hoffentlich zur Freude und mir nicht nur zur Freude, sondern zur Befriedigung, sondern auch, ja, man, es ist ein gesicherter Lebensabend. Fritz, nachdem uns als Freunde nicht so sehr trennt wie die gemeinsame Sprache und das habe ich gesagt, ja. Das hat aber der Karl Kraus gesagt. Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland ein paar Mal hingewiesen hast. Was unterscheidet deiner Meinung nach österreichische und deutsche Schauspieler? Das ist eine schwere Frage. Ich weiß. Sie ist ganz leicht beantwortet. Ganz leicht. Gut für dich? Ganz leicht. Die deutschen Kollegen erarbeiten sich den Erfolg. Wir erspielen ihn uns. Vielleicht ist das, was die deutschen Kollegen machen, weiter seriöser. Lustiger ist unsere Art. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, und ich würde es auch nie machen, ein Theaterstück 5 Monate lang probieren. Schrecklich. 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, gut. Aber dann muss er mal in Ruhe sein. Denn nach 3 Monaten fängt man doch wieder von vorn an. Also, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ihr nehmt ja alles ein bisschen ernster. Obwohl das auch schon sehr nachgelassen hat. Sehr. Und ich habe gesagt, die sind ja so tüchtig und die sind ja so fleißig. Also ich lebe doch so 3-4 Monate im Jahr in der Bundesrepublik. Das war wirklich einmal so. Sie werden sich schon lange nicht mehr erinnern, aber es war so. Und jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt ist es auch schon so eine Gaieté, die schon ans Französische nahezu herankommt. Und ich glaube, das kommt mit dem Wohlstand. Wenn es ein bisschen besser geht, muss man nicht immer nur malochen, sondern da geht man dann auch, Sie als Bayern wissen das natürlich, da geht man dann mal ins Bier, so trinkt man so. Und das ist eine Lebensart, die mir besser gefällt. Ich bin auch ein großer Vertreter, also ein Vertreter der Ansicht, es hat einmal ein ganz gescheiter Mann gesagt, man spricht doch immer von den verschiedenen deutschen Staaten, die deutsche Schweiz, die DDR ist ein deutscher Staat, die Bundesrepublik ist natürlich ein deutscher Staat, sagen auch viele, Österreich ist ein deutscher Staat. Das stimmt nicht. Österreich ist ein deutsch sprechender Balkanstaat. Das ist ganz was anderes. Ob es einem passt oder nicht, ich bin der Überzeugung, ich weiß, ich werde jetzt wieder Briefe kriegen und die Leute werden mich beschimpfen, aber das ist mir wurscht. Wann soll ich meine Meinung sagen? Wenn ich sie als 70-Jähriger nicht sagen darf, dann kann ich sie nie sagen. Also sage ich sie jetzt.
Ich meine, mir war von vornherein klar, dass uns die Zeit davon rennt. Deswegen mache ich aus einer Frage, die ich hatte, einfach eine Information. Können Sie sich vorstellen, dass seine Mutter sich nur eins vorstellen konnte, dass ihr Fritzl zum Tänzer geboren sei? Also gut, keine Frage. Ich will ihn auch nicht fragen, wozu er sich im Nachhinein geboren fühlt. Aber nachdem er uns den Unterschied zwischen österreichischen und deutschen Schauspielern unter dem Applaus eines lieben Kollegen und Fachmannes, der da unten sitzt, so herrlich geschildert hat, hat es mich doch erstaunt, dass für Fritz Mulia, der so ziemlich alles in seinem Leben gespielt hat, was da war, und eben nicht nur den braven Soldaten Schweig, doch ein offenbar gewaltiger Mangel da ist, ein Fehlbetrag an Rollen. Wenn es stimmt, dass er gesagt hat, ich würde gern Kreisky spielen. Ja. Und was denn sonst noch? Da hat es einmal eine politische Werbung gegeben. Da hat es geheißen, Kreisky, wen sonst? Und dann hat der Kreisky die Wahl gewonnen. Und wenn man mich fragt, was möchtest du spielen, sag ich, Kreisky, wen sonst? Er hat es vorweggenommen. Ich wollte ihm eigentlich, obwohl man das ja nicht darf, nur wissen wir ja nicht genau, wann diese Sendung läuft. Also heute, am Tag der Aufzeichnung, ist er noch nicht 70, aber er wird es wohl in absehbarer Zeit. Ich bin zwar gar nicht da, aber glaube ich. Ja. Den Olymp, zumindest des österreichischen Theaters, das Burgtheater, hat er erreicht. Vielleicht mag es ihn ein bisschen stören, gerade in dem Zusammenhang, was er uns gerade erzählt hat, dass er dort als Gott unter Zeus, unter einem deutschen Zeus zu arbeiten hat. Hat sich das gelegt ein bisschen? Wie auch immer, gut, keine Antwort, ist auch eine Chance. Da ist der Schweig wieder. Ich weiß es nicht, ich sehe den ja nicht. Was? Ja. Ich habe gehört, also so im Hinterstübchen. Aber es geht schon. Sehnt sich Fritz Mulia noch nach einem Tatort oder einem Derrick oder einem Eurocop oder nach was er sich sonst auch immer sehnen mag? Das wünschen wir ihm sowieso, weil wir sehen ihn ja gerne in jedweder nur denkbaren Rolle, weil alle, die er spielt, ist eigentlich, ja, wie hast du gesagt, doch, ihr spielt sie. Aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, er lebt diese Rollen. Da hat man eben einfach immer den vor sich, den es da zu spielen gilt. Und man vergisst, obwohl das schwer ist, dass es der Fritz Mulia ist, sondern das ist immer die Rolle. Hoffentlich sehen wir das noch recht oft. Bleibt gesund. Und nachdem die Zeit halt auch mal wieder so schnell vergangen ist, vielleicht irgendwann noch einmal hier an dem Tisch. Dein Kaffee ist längst kalt geworden, aber der macht angeblich schön und das kannst brauchen. Servus, danke.